FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus. Heute geht es weiter mit den Ursachen des Antisemitismus. Zu diesem Zweck möchte ich noch einen anderen Zeitraum behandeln, der etwas jungfräulich behandelt worden ist bisher. Und zwar der Zeitraum, wo in der Übergangsphase der Emanzipation der Juden in Deutschland, die im Zeitalter der Französischen Revolution begann, im Anschluss der sogenannten Befreiungskriege, der antinapoleonischen Kriege, Restauration und oder Biedermannzeit, es gibt für diese ganze Zeit verschiedene Namen, also diese Emanzipation der Juden wurde gehemmt bzw. gestoppt. Befreiungskriege, manchmal auch Freiheitskriege, werden die kriegerischen Auseinandersetzungen in Mitteleuropa von 1813 bis 1815 genannt, mit denen die Verbreitung der Französischen Revolution unter Napoleon Bonaparte über große Teile des europäischen Kontinents beendet wurde. Napoleon wurde nach einem wechselhaften Kriegsverlauf im Oktober 1813 in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen. Die Juden waren noch immer eine von der christlichen Mehrheit abgesonderte Bevölkerungsgruppe gewesen, die weitgehend von der Produktion materieller Güter ausgeschlossen war, die weder den Boden bearbeiten durfte, noch in Handwerkerzünfte aufgenommen wurde, aber dennoch im Rahmen der vorindustriellen agrarischen Gesellschaft notwendige ökonomische Funktion erfüllte. Unter anderem konnte eine wohlhabende, aber quantitativ geringfügige Gruppe von jüdischen Finanzexperten, die über die Landesgrenzen hinweg Kontakte pflegen konnten, den sowohl weltlichen als auch geistlichen Landesherren die Kredite zur Hofhaltung und Kriegsführung beschaffen. Die Hoffakturen waren in etwa so wichtig für den Fiskus, wie es auch die weniger begüterten Juden waren, die im Vieh- und Pferdehandel tätig waren, vor allem für die Bauern. Den jüdischen Pfandleihern war ausdrücklich zugestanden, auch, da es oft ein großes Risiko bedeutet, Geld zu verlieren, höhere Zinsen zu nehmen. Allerdings mussten sie erdrückende Sonderabgaben entrichten, um solche Privilegien überhaupt zu erhalten. Dafür erhielten sie eine Selbstverwaltung und eine Gerichtsbarkeit unter den Rabbinern. Die weniger begüterten Juden konnten von den Behörden Schutzbriefe erstehen, die ihren Unterhalt als Trödler und Markthändler sicherten. Sie durften keine offenen Läden haben, aber mit billigen Waren, teils gebraucht, teils von Fuschern, das heißt unzünftigen Handwerksgesellen hergestellte Produktionen handeln. Diese Anfänge bürgerlicher Emanzipation der Juden stießen allerdings, und darauf kommt es mir jetzt in diesem Zusammenhang an, auf Widerstand. Und dieser knüpft an die vorigen Jahrhunderte des Judenhasses. Im 17. und 18. Jahrhundert waren Übergriffe auf Juden Alltag gewesen. Im 18. allerdings dann mit etwas geringerer Dichte. So hieß es in einem Würzburger Edikt, die Juden würden mit Schlägen übel traktiert, mit Stein verfolget, ja sogar in ihren eigenen Wohnungen so tags als nachts allbereit angegriffen und drangsaliert. Dass es gegen so etwas wenig Schutz gab, lässt sich aus dem Dekret entnehmen, das 1882 im Fürstentum Ansbach erging, wo den Ämtern aufgegeben wurde, den gemeinen Pöbel, jung und alt, die ihren Mutwillen mit Lästern, Schänden, Steinwerfen, Schlagen und andere Ungebühr an den Juden ausließen, nicht ungestraft zu lassen, wie dieses bisher zu unseren ungenädigten Missfallen geschehen. Gerade bei den fränkischen Juden war es so, dass alleruntertänigst, das ist wieder ein Zitat, geklagt worden, was massen sich unzulänglich im jetzigen Kreis eine große Menge allerhand Loses und liederlich Gesindels zusammen rotiert, welches aus einem gegen die Juden gefassten Hass und sogar mit Vorweisung eines
messentlich erlichteten kaiserlichen Patents. Vermöge, des jedermann erlaubt sein soll, alle Juden im Römischen Reich an Hab und Gütern, das Leben allein ausgenommen, aufs Äußerste zu verfolgen und anzugreifen. 30 Orten wirkliche Rauberei und Plünderung der Gestalt verübet, dass sie nicht allein in die Judenhäuser mit Gewalt eingedrungen und dieselbe völlig ausgeplündert, sondern auch verschiedene adelliche Schlösser und andere Häuser, wohin teils Juden ihre Mobilia etwa in Sicherheit zu bringen vermeint, mit gleichen Insolenz angefallen und misshandelt, dieser Rott sich von Tag zu Tag vergrößerte und immerhin noch mehr Landvolk sich dazu zu schlagen durch obberührtes falsches Patent verleitet wurde. In einer solchen Dichte finden sich dann im 18. Jahrhundert nicht mehr so viele solcher Belege, nur noch einzelne Zeugnisse. Aber es kam doch noch vor, dass ein Vikariat Anordnungen veranlassen musste, dass die Geistlichen den Pfarrkindern einschärfen solle, dass die Juden auch Menschen seien und daher weder misshandelt noch umgebracht werden dürfen. Das kam also immer noch oft genug vor. Ein Beispiel, wo das in Baden-Württemberg schon fest rituell praktiziert wurde. In seiner Kindheit wurde Berthold Auerbach eines Tages in der Nähe seines Heimatdorfes Nordstetten, also in Württemberg, von drei Knaben aus dem Nachbarort Horb überfallen, die ihn zu Boden warfen und ihm eröffneten: Wir wollen, du sollst niederknien und du sollst die gefalteten Hände emporheben und sagen, Christ ist erstanden. Als er sich weigerte, hieß es: So, du verhöhnst heute noch unser Heiland, den deine Vorfahren gekreuzigt und gemartert haben? Schließlich wurde er, regelrecht als Gekreuzigter, gefesselt und hilflos zurückgelassen. In Auerbachs vielgelesenen, das Landleben harmonisch verklärenden Schwarzwälder Dorfgeschichten fand diese sicherlich traumatische Erfahrung freilich keinen Niederschlag. Doch erscheint sie bezeichnend für die latente und eben immer wieder auch gewalttätig aufbrechende Aggressionsbereitschaft gegenüber der jüdischen Bevölkerung, gerade auf dem Lande, die auch die Welt der Kinder nicht aussparte. Und keineswegs handelt es sich bei dieser Kreuzigung um ein einzigartiges Vorkommnis. Vielmehr wurde hier lediglich ein häufig auftretendes Grundmuster mit besonderer Hingabe ausgestattet. Gab es anfänglich zur Zeit der französischen Revolutionszeit auch Ansätze zur Emanzipation, so änderte sich das schlagartig in den antinapoleonischen Kriegen, die sich, obgleich letztlich anti-emanzipativ, Befreiungskriege genannt wurden. Der Nationalismus ging einher mit antisemitischen Tönen, wie man das zum Beispiel an Ernst Moritz Arndt sehen kann. Ich zitiere jetzt mal Arndt als Beispiel: Man sollte die Einfuhr der Juden aus der Fremde in Deutschland schlechterdings verbieten und hindern. Die Juden als Juden passen nicht in diese Welt und in diese Staaten hinein. Und darum will ich nicht, dass sie auf eine ungebührliche Weise in Deutschland vermehret werden. Ich will es aber auch deswegen nicht, weil sie ein durchaus fremdes Volk sind und weil ich den germanischen Stamm so sehr als möglich von fremdartigen Bestandteilen rein zu erhalten wünsche. Ein gütiger und gerechter Herrscher fürchtet das Fremde und Entartete, welches durch unaufhörlichen Zufluss und Beimischung die rein und herrlichen Keime seines edlen Volkes vergiften und verderben kann. Da nun aus allen Gegenden Europas die bedrängten Juden zu dem Mittelpunkt desselben, zu Deutschland hinströmen und es mit ihrem Schmutz und ihrer Pest zu überschwemmen drohen, da diese verderbliche Überschwemmung vorzüglich von Osten her, nämlich aus Polen, droht, so ergeht das unwiderrufliche Gesetz, dass unter keinem Vorwande und mit keiner Ausnahme fremde Juden je in Deutschland aufgenommen werden dürfen und wenn sie beweisen können, dass sie Millionenschätze bringen. Schlimmere Äußerungen der Zeit findet man beispielsweise bei Hartwig Hund Randowski. Dazu erfahren wir nachher auch noch mal etwas, aber ich zitiere hier aus einem Artikel von Peter Fasel, vor mehr als 10 Jahren, der bestimmte Parallelen zum 20. Jahrhundert in diesem Kontext aufwies. Ewig ist jetzt die Rasse, Assimilation die neue Schuld.
Massimo Ferrari Zombini, Historiker an der Universität von Viterbo, formuliert diesen Satz in seinem jüngst erschienenen Buch Die Wurzeln des Bösen. Mit Blick auf den Antisemitismus des Kaiserreichs, und er trifft jedoch bereits für Hund Randowski zu, und zwar in besonders radikaler Weise. Jede Vermischung von Juden und Nichtjuden muss unterbunden, keinem Israeliten darf der Übertritt zum Christentum gestattet werden, denn eine solche Annäherung oder Verschmelzung würde für jedes nichtjüdische Volk ein gänzliches physisches und sittliches Verderben zur Folge haben. Den biblischen Jesus hingegen arisiert Hund. Was Großes, Erhabenes und Göttliches an seinem Leben und seinen Handlungen war, das können die Juden, welche ihn verfolgten und kreuzigten, nicht für sich anführen. Durch das Buch ziehen sich diverse Tier- bzw. Schädlings-, Krankheits- und Seuchenmetaphern. Der Jude ist bei Hund, wie bei den später auftretenden Radikal-Antisemiten, Über- und Untermensch zugleich. Das jüdische Ungeziefer habe sich durch unvergleichliche Skrupellosigkeit, gewaltige Geldvermögen und verschwörerische internationale Verbindungen zu den Herren der Welt aufgeschwungen. Die Juden müssen, daran lässt er keinen Zweifel, vollständig eliminiert werden. Als Minimallösung der Judenfrage schlägt Hund vor, sie als Sklaven an die Engländer zu verkaufen. Sehr bald wird er entdecken, dass die Engländer selber weiße Juden sind. Oder sie als Zwangsarbeiter in die Bergwerke zu schicken, beziehungsweise alle männliche Juden zu kastrieren und ihre Frauen und Töchter zur Abschreckung der christlichen Kundschaft, versteht sich, in Bordelle zu stecken. Am besten wäre es jedoch, man reinigte das Land ganz von dem Ungeziefer, schreibt er. Die Juden sollten, das wäre ihm offenbar am liebsten, nach Abhaltung eines Tribunals, ein peinliches Gericht, umgebracht werden. Oder aber man verfrachtet sie vollständig enteignet auf türkisches Gebiet, wo sie in unausweichlichen Kämpfen mit den Muslimen vielleicht ganz von der Erde vertilgt würden, ohne dass man sich selber die Finger schmutzig machen müsste. Dies in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu lesen, verblüfft heute wahrscheinlich nicht mehr, wenn man diese Zeit der Emanzipationsschelte als gleichermaßen sozialen Protest und Zeit der antijüdischen Ausschreitungen liest. In der Zeit des Vormärz, im weiteren Sinne der Zeit von 1815 bis 1848, häufen sich nämlich die sozialen Proteste und richten sich insbesondere gegen Juden in einem Maße, das weder qualitativ noch quantitativ marginal wäre. Im Rahmen der Krawalle gegen Juden, die auch als Hep-Hep-Unruhen in der Geschichte eingingen, gab es allerdings nicht nur Elemente einer nach- bzw. anti-emanzipatorischen Motivation, sondern Elemente der mittelalterlichen Geisteswelt befanden sich auch in einem gewissen Ausmaß darin. Ritualmordvorwürfe, wie wir sie aus dem christlichen Mittelalter kennen, gab es tatsächlich noch im 19. Jahrhundert. Im christlichen Lager haben die Feinde der Juden tatsächlich ihren Hass damit begründet, dass die Juden Gottheit und Messianität Jesu Christi verneinten. Die Erklärung Eleanor Sterlings trifft da nur einen Moment, das andere bereits erwähnte nationalistisch-politische Moment und das Scheitern der Emanzipation kommen auch noch dazu. Aber das Moment einer falschen Protestbewegung ist nicht ganz zu verneinen. Dies ist allerdings innerlich verwoben mit Momenten des traditionalen christlichen Judenhasses. Dies kennen wir auch von fundamentalistischen Strömungen der Hochreligionen. Nicht, dass sich Altes und Neues verschmilzt. Aber jetzt nochmal die Zusammenfassung von Sterling, die da ja ein ausführliches Buch über Judenhass geschrieben hat. Die Auslegung des Gegensatzes Judentum-Christentum als eines feindlich-unversöhnlichen wurde unterstützt durch die realgeschichtlichen Verhältnisse selbst. Der Antisemitismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts leitet sich als Sozialerscheinung aus der durch die Industrialisierung bedrohten Situation des deutschen Bürgertums ab und aus der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedrängnis, unter denen die Menschen lebten. Ihre Not und ihr Leiden spiegeln sich wieder in ihren Auslegungen der Religionslehren. Das Evangelium bezeugte ihnen mehr das Opfer als die Hoffnung. Die Kreuzigung Christi stellten sie über die durch die Menschwerdung offenbarende Kondeszendenz Gottes. Nicht Freude und Glück, sondern das Leiden führe zur Erlösung.
Was der hat als christlich hervorgehoben wurde, trat im Gegensatz zu dem, was das Judentum charakterisiert, das nicht im Opfer und Leiden, sondern in seiner Überwindung die Überwindung sucht, die Erfüllung sucht. Der Judenhass erweist sich als der in der Religion verlegte Hass der Menschen gegen sich selbst und den Grund ihres elenden Daseins überhaupt. In den Juden stand den Menschen ihr Leid spiegelbildlich vor Augen. Die Geschichte der Heimatlosigkeit der Juden und ihrer Verfolgung war Abbild des Schicksals der Deutschen, die gesellschaftlich und wirtschaftlich unterdrückt und politisch staatenlos waren. Die jüdische Verneinung der Messianität Jesu deutet darauf hin, dass die Welt noch nicht erlöst sei und ließ das Bild des weltlichen Leidens im Bewusstsein des Menschen schärfer hervortreten. Anstatt die Zustände selbst zu überwinden, die das Elend erzeugten, hassten die Menschen diejenigen, die dieses Elend symbolisierten und so den anderen ständig vor Augen hielten. Autoren wie Jakob Katz oder Stefan Rohrbacher unterbelichten dieses Moment der Sozialgeschichte, das Sterling auslegt, und halten das in der Tat für etwas einseitig, wo was dran ist, aber man darf die Theorie Sterlings auch nicht einfach wieder unterm Tisch fallen lassen, weil da doch durchaus richtige Momente sind, wenn man die Ursachen des Antisemitismus der Zeit begreifen will. Und ein Moment von Ursache ist ja auch das, was in dieser Zeit geschieht. Nicht nur das historische Erbe. Aber Sterling bietet mindestens einen Moment, das folgt man den Kritikern und relativiert sie, notwendig ist, um auch zu begreifen, wie die Geschichte des Antisemitismus ja dann im 20. Jahrhundert weiterging. Entscheidend ist allerdings auch, dass der Antisemitismus nicht instrumentell gehandhabt wurde und auch weitgehend sich im Zusammenhang von Protest entwickelte, nicht von der Staatsführung indoktriniert wurde, um den Protest abzulenken gegen die Juden oder so etwas. Das ist da ja noch nicht der Fall. Ja, diese Hep-Hep-Krawalle, nehmen wir mal erstmal die ersten, die von 1819, vielleicht nochmal also erläutern, also diese Hep-Hep-Unruhen oder Hep-Hep-Krawalle, antijüdischen Ausschreitungen von 1819 waren, also eine Welle gewalttätiger Ausschreitungen gegen Juden in vielen Städten des Deutschen Bundes, also unter anderem Prag, Graz, Wien, Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki, Krakau und aber auch kleineren Orten, zum Beispiel in Russisch-Polen. Sie gingen von Handwerkern, Händlern und Studenten aus, die sich teils spontan, teils verabredet zu antijüdischen Demonstrationen versammelten, jüdische Bürger beschimpften, bedrohten, misshandelten, ihre Synagogen, Geschäfte und Wohnungen angriffen und teilweise zerstörten. Es gibt einen Bericht vom 11. August 1819, ein Zirkular des königlich bayerischen Staatsrats und Generalkommissärs des Untermainkreises, Freiherrn von Asbeck zu Würzburg. Also in Würzburg ging das ja tatsächlich los. Aber breitete sich dann über ganz Europa dann aus. Dort heißt es, seit dem 2. des Monats hatten einige unruhige Bewegungen daher statt, deren Zweck und Umfang nun klar vorliegen. Der ganze Lärm war gegen die daher ansässigen und in der Stadt handelnden Juden gerichtet. Schon seit einiger Zeit wurde, wenn ein Jude sich auf der Straße sehen ließ, das Wort Hep ihm fast allgemein entgegengerufen. Man achtete dieses anfänglich für einen Mutwillen, bis am zweiten Abend auf der Domgasse, wie am zweiten Abend auf der Domgasse hunderte von Menschen sich sammelten, welche mit großem Lärm Hep riefen.
Kaum war die Polizeimannschaft imstande, das Unwesen ein Ende zu machen, auch die Militärpatrouillen bewirken nicht mehr als die Auflösung des Haufens, welche sich nun in fast allen Gassen zerstreute und das Schreien fortsetzte. Am Abende des Dritten gestalteten sich der Haufe in der Art und das Schreien und Lärmen war so stark geworden, dass häufige Militärpatrouillen die Polizeimannschaft unterstützen mussten. Gleichwohl konnten sie nicht hindern, dass einzelne Haufen die Fenster einzelner Judenhäuser zertrümmerten. Bei einem solchen Angriff war es, dass ein junger Bürger von einem Polizeisoldaten tödlich verwundet wurde. Ob dieser mehr als Notwehr im Dienste sich erlaubt habe, wird nun untersucht. Am 4. vom Mittag rotteten sich Gassenjungen und sonst verdorbenes Gesindel zusammen und zogen von einer Judenwohnung zur anderen, zertrümmerten in Eile Fenster, Läden und Türen, rissen die Handelsfirma ab, zerstörten Waren, Hausgeräte. Geraubt und geplündert wurde wenig. Am Requisition der königlichen Regierung, welche solche frevelhafte Ruhe Störung nun die ernstlichen Maßregelungen entgegensetzen zu müssen glaubte, trat nun die ganze Garnison in Gewehr. Zahlreiche Infanterie- und Kavalleriepatrouillen durchstreiften sich kreuzend die Stadt in alle Richtungen. An das Militär schlossen sich zahlreiche Detachements der Landwehr, an deren Spitze sich so bestimmte Bürger auszeichnen durch eine Binde mit der Nationalfarbe um den armen Gemeindebevollmächtigte und Bezirksvorsteher stellten. Also vor Mittag, Nacht ereignete sich unglücklicherweise ein Vorfall, welcher leicht die Veranlassung zu schlimmeren Auftritten hätte geben können. Es geschah ein Schuss auf einer Militärpatrouille und ein Mann fiel tödlich verwundet danieder. Der Verdacht fiel sogleich auf einen Schuhmachermeister, bekannt als ein äußerst leidenschaftlicher Mann, wegen frevelhafter Attentate auf Menschenleben und anderen groben Überschreitungen der Gesetze schon öfters bestraft und wegen allen jetzt gegen ihn zeugenden Anzeigen der Tat wurde er auf Befehl der königlichen Regierung alsbald zur Haft gebracht und befindet sich nun im Kriminalarreste. Die übrige Nacht ging ohne weitere gewaltsame Auftritte vorüber. An den zunächst folgenden Tagen fielen zwar noch einige Exzesse vor, indessen ist bis jetzt die Ruhe im Allgemeinen nicht mehr gestört worden, obgleich die in den stürmischen Tagen ergriffenen militärischen Maßregeln zurückgenommen worden sind. Gegen 23 Individuen sind arretiert und werden nun teils polizeilich, teils von den Kriminalgerichtshofen untersucht. Kein rechtlicher Bürger befindet sich darunter. Das Ganze besteht aus Handwerksburschen und Jungen, aus fremden zugelaufenem Gesindel und aus paar verganteter Bürger. Es verdient bemerkt zu werden, dass dieser zügellose Haufe bei dem Angriff auf die Judenhäuser alles, was als Angriff auf den Staat oder vielmehr auf das Staatsoberhaupt hätte gedeutet werden können, sorgfältig vermied. An einem Judenladen würde die Handelsfirma abgerissen, der daneben hängende Schild, welche eine Niederlage königlichen Porzellans in demselben Lade andeutete, geschont. Ebenso schonend ging der Haufe an den königlichen Wappen vorüber, welche an den Wohnungen jüdischer Lotto-Kollekteurs aufgehängt waren, obgleich die Fenster mit einem Steinhagel begrüßt und sonst alle jüdischen Handelsschilde abgerissen wurden. Soweit dieser gewissermaßen Polizeibericht. Es ist interessant, dass also nicht der Staat jetzt den Unmut seiner Bürger gegen die Juden wendet, sondern dass dies von Protestbewegungen ausging. Nicht jeder Protest, das könnte man ja heute auch bei diesen Warnmachen oder so etwas sehen, oder bei Pegida und solchen Leuten, ist emanzipativ. Nicht? Das kann auch das Gegenteil der Fall sein. Aber nicht nur die Polizei hat dort berichtet. Ein Beispiel ist jetzt ein Augenzeugenbericht des Lesers, also Kraft aus Heidingfeld. Das ist jetzt übertragen aus dem Jiddischen, also dem Jüdisch-Deutschen, wie die das dann nennen. Mit dem Beginn des Af vermindert man die Fröhlichkeiten. So heißt es im Talmud. Am Anfang dieses Monats, Af, das entspricht unserem Juli, August, hat sich der Ruf Hepp
von Würzburg von Seiten des Pöbels gegen sämtliche Juden unseres Landes, also des Rabbinatsbezirks Würzburg, ausgebreitet, so dass, wenn ein Jude über und durch alle Straßen zu seinem Geschäft ging, er mit diesem üblen Schrei angegriffen wurde. Diese Verfolgung breitete sich so weit aus, dass die Nichtjuden heimliche Versammlungen abhielten, vorzüglich nachts, um zu beraten, was sie noch weiter gegen die Juden unternehmen sollten. Es folgt eine inkorrekte Schilderung des literarischen Streits zwischen dem Rechtspraktikanten Theodor Scheuring und Professor Sebald Brendel, der für die Juden das Wort ergriffen hatte. Erwähnten bravdenkenden Professor Brendel wurden Brände in sein Haus gelegt, welches aber durch Verrat nicht zur Wirkung gelangte. Gleich darauf wurde er in seiner Person öffentlich bedroht. In der Nacht des 12. Av haben sich mehrere hundert Übeltäter in das offen genannte Haus Brendels gewagt, um gegen ihn Leibesverletzungen anzuwenden. Auch dieses ist ihnen nicht gelungen. Auch in nämlicher Nacht haben sie Juden namens Abraham Leib von Weithöchsheim, welches auf der Brücke seinen Laden hatte und in seinem Geschäft geblieben ist, seine Fenster eingeworfen. Und ob zwar jenes Haus neben der Hauptwache stand, ist doch der Einbruch der Tür gelungen und seine Ware geplündert worden. Dieser Jude ist durch polizeiliche Deckung mit Bruder und Schwester selbige Nacht bewahrt worden, dass sie nur ihr Leben gerettet haben. Bei all diesem hieß es doch, in Anspielung auf Talmud, Traktat, Sanhedrin, du sollst mit der Linken von dir stoßen und mit der Rechten an dich ziehen. Es war ein großer Lärm in derselben Nacht in der Nähe von Hofbankier Hirsch, das ist Jakob Gau Königshofen, weil auch diesem sämtliche Fenster in seinem Hof eingeworfen wurden. Und da ein reicher Kaufmann, ein Judenfeind, mit einem Polizeidiener disputierte, weil er seine Schuldigkeit getan hat, so hat er diesen gedachten Kaufmann Konrad erschossen. Nach diesem ging erst die Bedrängnis durch den Zorn des göttlichen Vaters. Das ist ein Wortspiel, nicht? Die hebräische Passage lässt sich auch lesen als die Bedrängung in der Hitze des Af gegen uns an. Am 13. des Monats, am frühen Morgen, wie die Landjuden wie gewöhnlich nach Würzburg gingen, wurden wir so mit Neppschreien überfallen, dass neben diesen großen Beschämungen auch Leibesgefahr drohte. Nee, es gibt auch noch, es gibt Varianten, nicht? Hep, Nepp und nicht Hip Hip Hurra und solche Sachen. Dass neben dieser großen Beschämung auch Leibesgefahr also drohte. Mehrere tausend Nichtjuden standen auf der Gasse, rotteten sich haufenweise zusammen und wenn sie einen Juden von Ferne erblickten, haben sie ihn verfolgt. Selbst mir Unterschriebenen ist eine Christenfrau mit viel großen Lumpengesindel nachgelaufen und nur durch das glückliche Eindringen in dem sogenannten fischerischen Kaffeehaus auf der Domgasse, durch welche ich hinten hinausging und geschwind an den Fluss Main gelaufen, all dort übergefahren bin, konnte ich mein Leben retten. Was half es aber, selbst über die Brücke beim Aufsteigen vom Fluss Main ging es mir durch Verfolgung wieder so trist. Auch dieser Ausweg ist mir mit Hilfe Gottes gelungen. Ich habe mich in ein Haus jenseits des Main bis auf Weiteres retiriert. Während dieser Zeit begegneten mir zwei Juden aus Höchberg namens Samuel und Moses, welche sich auch zum burgentinischen Tor flüchten wollten, weil sie der Höchberger Straße wegen Gefahr ausweichen wollten, verwehrten mir streng, diesen Weg zu passieren, indem aus den Gärten und Weingärten auf sie geschossen worden war. Doch weil mir zurzeit kein anderer Weg übrig blieb, habe ich mit der Hilfe Gottes diesen Weg begangen. Es kam mir ein Jude namens Götz von Reichenberg nachgelaufen und seine Furcht war wie meine, so dass wir auf den erwähnten Weg, ohne ein Wort zu sprechen, nach Hause gingen. Keine Polizei noch Militärpatrouille war in der Lage, diese böse Menschenmenge zu vertilgen, so dass dort jeder Jude in gleicher Weise der Verfolgung ausgesetzt war, der sich nur aus Würzburg flüchten wollte. Mehrere sind mit Scheisen und Postkutschen herausgefahren, mehrere durch militärische Begleitung herausgekommen. Am selben Tag hatte diese Rotte von Übeltätern alle Firmenschilder von Juden abgerissen. So weit ist ihre eigene Gewalt gegangen, dass sie an diesen Mittag 12 Uhr bei Jakob Vorscheimer in Würzburg ein ganz fest und neu verfertigtes Tor nach geendigtem Fenstereinwurf an seinem Haus durch Zimmerleute mit Hebeln
einsprengten und viele schöne Möbel als gleichsam Stockuhren, Kanapeesessel und noch mehr dergleichen Gegenstände zum Fenster hinauswarfen, auf das kein Jude davon nutzen zöge. Eben bei diesem erwähnten Jakob Forschheimer war der General von Geppsattel und erster Rat namens Jenum zugegen, konnten keine Abwehr halten. In derselben Nacht, nämlich jeder des 13. auf, sind viele Würzburger Juden mit Frauen und Kindern geflohen und ob zwar aus Sorge um die Sicherheit von den Landesbeamten und dem Ortsverband die Vorkehrung getroffen worden war, kein Würzburger Juden zu logieren, sind doch die meisten in Heidingsfeld aufgenommen worden, wie auch fremde Juden, welche gerade Würzburg passieren mussten. Das war jetzt ein Hep-Hep-Krawall von 1819. Man kann das natürlich auf verschiedene Phasen noch erweitern. Nicht? Den Hep-Hep-Ruf kann man natürlich noch mal ein bisschen genauer erläutern. Es gibt da nämlich verschiedene Versuche der Erklärung, die aber möglicherweise dann auch zusammenkommen. In einer Proklamation wird im Stil eines Kreuzzugsaufrufs als Christusmörder Folgendes gesagt. Noch haben wir Macht über ihnen und die Gewalt in unseren Händen. Darum lasst uns jetzt ihr sich selbst gefälltes Urteil an sie vollstrecken, laut dem wir sie geschrien. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Auf, wer getauft ist, es gilt der heiligsten Sache. Fürchtet nichts und zögert keine Stunde, den Streit für des Glaubens Ehre zu wagen. Diese Juden, die hier unter uns leben, die sich wie verzehrende Heuschrecken unter uns verbreiten und die das ganze preußische Christentum dem Umsturz drohen, das sind Kinder, deren die da schrien, Kreuzige, Kreuzige, nun auf zur Rache. Unser Kampfgeschrei sei Hep, 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 aller Juden Tod und Verderben, ihr müsst fliehen oder sterben. Also wegen dieses Kontext haben dann Zeitzeugen wie Rachel Farnhagen und der Historiker Heinrich Grätz, nicht, und Freund von Marx und von Heinrich Heine, Hep als Abkürzung einer mittelalterlichen Kreuzfahrerparole, Hyrus Solima est perdita, also Jerusalem ist verloren, gedeutet, nicht, also Hep. Möglicherweise ist das aber verkehrt, weil das ja, wenn dann auch Sund Perditia heißen müsste, und dann käme das mit dem Hep gar nicht hin. Nicht? Es gibt auch also andere Erklärungen, also eine sehr plausible ist im deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm von 1877, nicht? Da wird Hep als zu einem Zuruf an Zugtiere, also die Füße zu heben, gedeutet, zu anderen als Lockruf für Ziegen in Franken. Und jüdische Männer seien ja bei den Angriffen häufig an ihren Spitzbärten gezogen worden, nicht? Die man dann ja auch spöttisch Ziegenbärte nannte. Ich habe es also eine allgemeine Aufforderung an Tiere, davonzulaufen, hau ab, lauf weg, oder zu springen, nicht? Zum Beispiel bei Dressur und Darbieten im Zirkus. Nicht? Also ich halte das auch für ziemlich plausibel, also der Ziegen- und Tierruf, dass der einfach auf Juden übertragen worden ist. Nun gab es nicht nur 1819 Hep-Hep und Krawalle oder Unruhen. Es gab sie auch, das muss man wissen, die Revolution, also bei der Revolution von 1830, die vor allem also eine Initialphase in erheblichem Ausmaß von antijüdischen Ausschreitungen gleichzeitig in die Wege leitete. Tatsächlich scheinen sich die Unruhen
des Jahres 1830 in Süddeutschland, bis auf geringe Ausnahmen, ganz in Exzessen gegen die Juden erschöpft zu haben. Und die Märzrevolution und noch später, die ebenfalls ganz überwiegend in der Initialphase in 100 zumeist ländlichen, kleinstädtischen Orten von antijüdischen Ausschreitungen begleitet war. Und nur regionale Bedeutung hat dann das im Rheinland, nicht? Die Ausschreitung von 1834. Verbindungen jetzt zum schlesischen Weberaufstand von 1844 oder so etwas und die Hungerkrawalle von 1847 sind bislang noch nicht nachgewiesen worden. Man könnte diese auch vermuten. Auf jeden Fall kann man diese örtlich beschränkten Exzesse, also im Zeitraum von 1815 bis 1848, 1849, so zusammenfassen. Dies jetzt alles zu bringen, ist wegen der Masse von Städten und der Masse von Ereignissen natürlich jetzt überhaupt gar nicht möglich. Aber deutlich sollte schon mal sein, dass das in Zusammenhängen mit den Revolutionsjahren im 19. Jahrhundert durchaus zu verstehen ist. Hier wird dann auch deutlich, warum unter Umständen so ein linker Antisemitismus auch in dieser Phase bereits schon gründet. Aber ich möchte dann nochmal aus der Geschichte des Juden von Heinrich Grätz, um das also ein bisschen noch deutlicher zu machen, auch wieder in der Anfangsphase, die ja sehr wichtig war, weil es sich hier von Würzburg ausbreitete und das über Jahrzehnte. Also Gret schreibt, die Gemüter waren damals in Deutschland durch die Ermordung Kotzebues in Mannheim von der Hand des christlich-romantisch überspannten Studenten Karl Sand, also das war am 23. März 1819, und durch die Gewaltmaßregelungen der Regierung gegen demagogische Umtriebe und Deutschtümelei, die sie früher selbst genährt hatten, sehr erregt. Die Deutschtümler lechzten nach einem Opfer, um an ihm ihre Rache zu kühlen, und da sie den Staatslenkern, den Metternichs, es ist ja auch das System Mitternacht, nicht? Also, Gens, Kamps, die täglich neue Verfolgung gegen sie ersannen, nicht beikommen konnten, so wurden die hilflosen Juden dazu ausersehen. Nicht? Also eine Protestbewegung, die sich dann gegen hilflose Juden wendet, weil sie gegen die Starken nicht ankommt. Eine Reihe brutaler Wutausbrüche, welche den niedrigen Bildungsgrad der mittleren Volksklassen in Deutschland in der damaligen Zeit bezeichnen, erfolgte mehrere Monate hintereinander. Mit dem Hep-Hep-Geschrei gegen Juden tauschte das Mittelalter in seiner grausigsten Gestalt wieder auf. Es wurde von der Studentenschaft und dem Kaufmannsstande wieder aufgefrischt. Den Reigen eröffnete die Stadt Würzburg. Ein neuer Professor wurde von der Studentenschaft feierlich eingeholt und viel Volk hatte sich angeschlossen. Plötzlich wurde ein alter Professor Brendel bemerkt, der kurz vorher zugunsten der Juden geschrieben hatte. Es hieß, er habe dafür von ihnen eine Dose voll Dukaten bekommen. Bei seinem Anblicke erscholl aus dem Munde der Studenten der unsinnige Ruf Hep Hep mit dem pöbelhaften Zusatz Jud verreck. Im studentischen Kauderwelsch sollte das damals zuerst aufgekommene Wort bedeuten, Jerusalem ist verloren. Also hier ist das Hierosolima est perdita, das hat er hier auch so gebracht. Brendel wurde verfolgt und musste sich retten. Den Tumult benutzten brotneidische Kaufleute, welche erbittert darüber waren, dass jüdische Konkurrenten den Kaffee um einige Kreuzer billiger verkauften und einige andere, welche etwas gegen einen geadelten jüdischen Kapitalisten Hirsch hatten. Eine leidenschaftliche Wut bemächtigte sich der Bevölkerung. Sie erbrach die Kaufläden der Juden und warf die Waren auf die Straße. Und als die Angegriffenen
sich zur Wehr setzten und mit Steinen bewarfen, steigerte sich die Erbitterung bis zur Raserei. Es entstand eine förmliche Judenschlacht wie im Mittelalter. Es kam Verwundung vor, mehrere Personen wurden getötet. Da ich das meiste schon gebracht habe, werde ich das jetzt nicht vollständig nehmen. Weil das ein ziemlich langer Text ist. Ja, hier vielleicht noch mal was zum Baden-Württemberg. Im Badischen, wo Sand die deutschtümelnde Narrheit mit einem Mord besiegelt hatte und die Aufregung der Gemüter noch fortdauerte, war die Erbitterung gegen die Juden so groß, dass kein Jude sich auf den Straßen blicken lassen konnte, ohne beschimpft oder misshandelt zu werden. In Heidelberg kam es Anfang September zu einem Tumulte infolge eines pöbelhaften Auftrittes, der den ritterlichen Charakter der Deutschen in ein wunderliches Licht setzt. Ein Bürger hatte ein jüdisches Mädchen misshandelt und war von der Polizei verhaftet worden. Alsbald erhob sich fast die ganze Bevölkerung, um den Helden zu befreien und die jüdischen Häuser zu zerstören. Die Hep-Hep-Rufe erschollen in den Straßen. Äxte, Brecheisen, Werkzeuge aller Art wurden wie zu einer Erstürmung zusammengebracht. Die Bürgergarde, welche die Anstürmenden auseinandertreiben sollte, versagte ihren Dienst. Hier haben wir sogar noch Parallelen zu heute, nicht zu dem Antisemitismus des sogenannten islamischen Staates. Nicht, die ja auch sich da an die Frauen halten und sie dann einen regen Handel dann mit ihnen treiben. Nicht? Und nicht, wo sie doch alle so moralisch sein wollen, dieses verurteilen. Grietz weist dann auch da auf diese Brandschrift, die der Judenspiegel hin, und auf den wir hatten gerade erwähnt, Hartwig Hund, nicht? Ein Mann von abenteuerlicher Existenz, der, weil er bei einem adligen Polen Radowski Hauslehrer war, sich den Adelstitel von Hund Radowski beilegte und gegen den Adel schrieb, weil er in dessen Reihen nicht zugelassen wurde, forderte geradezu auf, die Juden totzuschlagen. Nicht? Wahrscheinlich hatten sie Raubrittertum nicht nach seiner Erwartung befriedigt. Er nannte sich bescheiden Grattenauer den Zweiten, übertraf aber sämtliche Judenfeinde, welche seit der Erfindung der Buchdruckerkunst von Pfefferkorn, Otjen Gratius und Dr. Martin Luther an bis Rüß, Fries und die Frankfurter Judenfresser die Demütigung und Vertilgung der Juden als Herzensangelegenheit behandelt haben. Also Hund, Radowski, machte sehr löbliche Vorschläge, welche, wie er sich schmeichelte, die Hep-Hep-Männer befriedigen würden. Also nehmen wir mal ein Beispiel daraus. Man verkaufe Israels Kinder an die Engländer, nicht, welche sie statt der Schwarzen in ihren indischen Pflanzungen gebrauchen können. Das ist einer seiner schönen Ratschläge. Ja, soweit erstmal zu den Hep-Hep Unruhen. Vorbereitet wurden sie also durch die sogenannten Befreiungskriege. Nicht? Also es waren letztendlich also Kriege gegen die Befreiung, die durch die Französische Revolution zustande kam. Also die ganzen Burschenschaften waren also zu höchst reaktionär, wenn man das genau nimmt. Ja, diese Hep-Hep-Krawalle haben sich also fortgesetzt. Und man kann jetzt diese Phase von 1815 oder auch schon 1813, wenn man die Vorzeit da
dazu nimmt, als eine Phase, die sich gegen die bürgerliche und gegen die jüdisch-bürgerliche Emanzipation beschreiben. Das Scheitern der bürgerlichen Emanzipation in diesem Sinne, dass die auch die Juden eingeschlossen waren, hängt ja zusammen auch mit diesem Rassenantisemitismus beziehungsweise am ökonomischen Antisemitismus, wie er dann, wir haben das auch schon beschrieben, so um 1870, 71 dann entstand und in einer Phase davor von einer eher vermeintlich konservativen Ecke dort kam und dort mehr instrumentell gehandhabt wurde. Das heißt, diese Leute hatten auch so ihre Vorbilder in dieser Zeit. Um von Ursachen zu sprechen, könnte man so sagen, dass eins der Ursachen ist, dass eine unbegriffene Moderne, das heißt also auch eine gescheiterte Emanzipation. Die ökonomischen Verhältnisse haben sich allerdings erst später entwickelt und dieser typische Rassenantisemitismus, also ein Antisemitismus, der sich rassistisch auflädt, ist dann erst später entwickelt worden. Aber wesentliche Schriften sind natürlich auch schon vor 1870 gewissermaßen erschienen und haben dann den Antisemitismus des 20. Jahrhunderts, auch den muslimischen übrigens, bestimmt. Nicht? Die Protokolle der Weisen von Zion gründen ja in Schriften auch in dieser Zeit. Nicht? Das hatten wir ja auch bereits schon ausführlicher dargelegt. Diese Epoche der Restauration oder der, also der Gewalt im Biedermeier, so nennt das Stefan Rohrbacher, einer der Interpreten jetzt dieser antijüdischen Ausschreitungen. Seine Arbeit richtet sich an vor allem gegen den Ansatz von Sterling, könnte man sagen, hat sich also dagegen etwas positioniert, was aber nichts macht, wenn man auch die Einsichten von Sterling mit einbegreift, zumal das Quellenmaterial, das er dort liefert, ja auch das mit zu begreifen ermöglicht. Ja, also 1819, da ging das aus. Nicht? In ich kann mal die Städte, also Frankfurt, Hessen, Württemberg, Baden, Preußen, Sachsen, Mecklenburg, Hamburg übrigens auch, Österreich, Frankreich, Dänemark sogar, kann man mal so nennen. Im Revolutionsjahr, also die Juli-Revolution, wie man sie auch nennt, nicht? Gab es ja auch jahrelang, also von 1830 bis 1832, diese Ausschreitung, nicht? In Hamburg, Breslau, was heute Wroclaw heißt, und in Polen ist, Hessen, Baden, Bayern, auch im Elsass, nicht? In der Märzrevolution, also etwas später, dann ging das ja in Elsass dann auch weiter, nicht? In Baden, Hessen, Darmstadt, Kurhessen, Nassau, Waldeck, nicht, Thüringen. Es ging also auch weiter nach Osten, Württemberg und Hohenzollern, Bayern und natürlich Preußen. Soweit erst einmal. Ich konnte das jetzt nicht etwas geraffter noch irgendwie zusammenziehen, weil das Material zu dicht ist und zu viel ist.
Und ich noch gar nicht so sicher war, ob ich heute das mache und nicht auf das nächste Mal schiebe und heute mir etwas zu den Pariser Attentaten auf ein Konzert, nicht? Das da wo dann also 138 Menschen sind ja da gestorben. Und es zeigt sich ja auch, dass dies jetzt in Europa weit sich die Attentäter da verschanzen, nicht? In Belgien, in Hannover wurde ein Fußballspiel abgesagt, nicht? Es zeigt sich, dass auch heute so etwas geschieht, wie das jetzt in dieser Biedermeier-Restaurationszeit geschehen ist. Also wir müssen ja in Zukunft, da denke ich ja noch daran, dass diese ganzen Elemente, die in Konstellation treten, wie ich das immer nenne, auch ein wenig dann auch noch in weitere Zusammenhänge bringen, weil so eine lineare Kausalität oder so etwas kann man nicht konzipieren. Also das reicht an den Antisemitismus gar nicht heran, zumal alte, mittelalte und neuere Tendenzen im Antisemitismus zusammenkommen und im Grunde genommen die gesamte Geschichte da hineinspielt. Was auch dann zeigt, dass also die gesamte Zivilisation inklusive ihrer linken Ableger immer wieder auf ein Erbe zurückgreift, das immer ein wenig antisemitisch konnotiert war bereits schon. Und weil das nicht so bewusst ist, gilt es, das auch immer wieder bewusst zu machen.